Türkiye'deki ırkçılığı işte birazcık araştırmıştım. Mesela Türkiye'deki daha asimilatif. Ya ben Türk'üm dediğinde sarılıyor sana. Şimdi ben gidip Almanım desem beni döverler yani. Dışlayıcı. Pek kabul etmiyor kültür olarak. Benim hissim bu tabii. Hem de Türk hissediyorum. Ich denke, wir haben alle mehrere Identitäten im Leben. Und die ethnische oder kulturelle Identität gehört auch dazu. Ich fühle mich wirklich sowohl Türkin als auch in manchen Punkten doch Deutscher. So deutsch wie ein NPD-Mitglied deutsch ist, will ich auch gar nicht sein. Ich bin auch nicht so türkisch, wie manche Leute in der Türkei türkisch sind. Will ich auch gar nicht sein. Aber dann habe ich gedacht, ich bin einmal im Urlaub gewesen und hinter mir auf der Straße hat eine Gruppe türkisch gesprochen. Und dann hatte ich plötzlich ein Gefühl, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte. In Italien war das da, wo ich es am allerwenigsten erwartet hätte. Aber das hättest du bestimmt auch gehabt, wenn die Deutsch geredet hätten, wenn du im Ausland bist, oder? Weil so eine gewisse Zugehörigkeit, irgendwie, ey, ich kann die Sprache auch, irgendwie, ich gehöre dazu. Ich hätte ein Gefühl gehabt, aber nicht dasselbe Gefühl. War das ein Heimatgefühl oder warum war das so anders? Ich weiß nicht, ich war positiv überrascht. Wenn es Deutsch gewesen wäre, wäre ich vielleicht ein bisschen nicht so positiv überrascht gewesen, weil ich es da eher erwartet hätte. Jetzt auf der Straße in Florenz kann man schon Deutsch hören. Türkisch ist total selten. Und dann dachte ich plötzlich, ja. Das Ähnliche hatte ich auch in Amerika. Zum Beispiel in Washington hatte ich türkische Community gesehen. Da habe ich mich super toll gefühlt. Und in New York eine deutsche Gruppe begegnet. Da habe ich mich genauso gut gefühlt. Also da konnte ich gar nicht abwägen, welche ist viel intensiver gewesen. Und Kulturen sind ja nicht statische Personen oder Sachen, sondern Kultur ist Dynamik. Auf jeden Fall. Ben kendimi daha çok Berlin'i hissediyorum. Ne Türk ne Alman. Çünkü çok iyi Almanca öğrenemedim hep Türklerle çalıştığım için. Ve bence Almanya'da paralel bir Türk toplumu var. Almanlarla çok fazla iletişime giremiyoruz. Almanlarla herhalde arkadaş olmak, dost olmak biraz zor. Sizin çok mu Alman arkadaşınız bilmiyorum. Ya. Evet. Ben bir tür Alman'ın evine işe gidiyorum. Gidiyordum daha doğrusu. Ben kış günü giderdim. Soğuk derdim, üşüyorum derdim. Kahve içiyorlar, karı koca oturmuşlar derdi ki. Bakardım, hiç demezdi, Arbeit mach warm derdi. Derdim ki, Mensch dedim, Arbeit mach warm. Okay, ich weiß das. Ama sinir diyordum. Kahve macht auch warm. Diyordum, sizinle kahve içmek istiyorum. Aslında siz gelseniz biz evimize, sen üşüyorum deseydim, ben ilk fırsatta sana bir kahve verirdim. Kahveyi sıcak olur derim. Sen dedim bir şey anlamıyorsun derdi, böyle gülerdiler. Dediler ki yok, 11'de içeceğiz biz kahveyi. Hab auch ähnliche Erlebnisse gehabt, so 80er Jahren, Anfang 80er Jahren, wenn wir irgendwo zu Besuch gegangen sind mit meiner Mutter. Meine Mutter hat mich immer mitgenommen zu deutschen Freunden. Und es gab wirklich eine Situation, wir sind hingegangen, die waren am Essen. Sie haben nicht zu uns gesagt, dass wir auch dazu kommen sollen. Ne? Aber in einer türkischen Familie kann man das, das ist ein No-Go. Wenn ein Besuch kommt, wird direkt angeboten, na bitte, nimm doch, und isst. Und dann wird sogar... Das ist die Kultur. Ja, das ist eine Kultur. Aber inzwischen hat sich das so geändert. Also inzwischen kann ich solche Bilder nicht mehr sehen. Türkische Idee ist die eine. Es ist das schon. Alman olamayız. Alman ne kadar öğrense Türk olamaz. Herkes kendi generasyonu yaşıyor. Ben öyle görüyorum. O da beni görüyor. Ama biz mix olabiliriz yani. Olabilirsiniz. Ben çok mixim yani. Siz burada doğdunuz, burada büyüdünüz ama tabii biz değil. Die erste Generation, dazu gehört auch mein Elternteil, die in den 60er Jahren eingereist sind, denen haben wir viel zu verdanken. Wenn man die Geschichte nicht weiterverfolgt, die nachfolgende Generation wird es dann nach dem Motto für standardmäßig halten. Ja, ich bin hier geboren, aber wie das alles zustande gekommen ist, was die erste Generation alles dazu geleistet hat, das wird dann vergessen. Wenn man von ArbeitsmigrantInnen spricht, dann spricht man meistens von Männern. Also die Frauen werden meistens vergessen und das möchte ich nicht weiterhin so sehen und deshalb etwas dazu beitragen.
dini ve kültürel kimliği Almanya'daki fikir ve yaşamla bağdaştırma zordur. Ich weiß gar nicht, ob ich es super schwierig finde. Ich weiß, dass es auf jeden Fall möglich ist, Jane Olio. Aber man muss sich immer, irgendwie habe ich das Gefühl, rechtfertigen manchmal dafür. Also so Sachen wie, fastest du nicht, betest du nicht, warum gehst du zur Moschee, gehst du nicht zur Moschee. Und auch von der türkischen Seite habe ich es oft mitgekriegt, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen verurteilt wird, wenn man etwas macht oder nicht macht. Wenn es sorarsan, Alman Kultur, Dini ile bizim dinimiz aslında birbirine uygun. Onlar evet biz değiliz deseler bile ben aynı görüyorum. Neden aynı görüyorum? Onları ben çok doğru insan biliyorum, dakik insan biliyorum. Neden derseniz hiçbir günde ben görmedim bu kadar Alman tanım. Ben hep Almanlarla çalıştım. Daha hiçbir gün görmedim bir Alman benim dinimi küçümsesi. Also ich muss sagen, dass in der Bundesrepublik, also in Deutschland, die Gesellschaft oder da, wo ich zu tun habe, Arbeitskollegen, Freunde und sowas, die Religion gar nicht die Rolle gespielt hat. Neugier ist klar, dass man fragt, auch die Akzeptanz ist dann gegeben. Die Problematik habe ich aber in der Türkei erfahren. Mhm. Wir kommen aus der alevitischen Gemeinde und da ist schon zu merken, dass du dann schon anders behandelt wirst, wenn Fastenzeit ist und nicht auch defizitär, weil man nicht weiß, worum es da geht. Aber in der Bundesrepublik, in Deutschland, habe ich die Problematik nie gehabt. Auch von den hiesigen hier lebenden Migranten, Türken vor allen Dingen, auch akzeptiert mittlerweile, so dass ich da so hier zufrieden bin. Ben kültürel olarak bir sorun görüyorum iki toplum arasında. Ben Türkiye'den 22 yaşında geldim. Türkiye'den çok farklı Almanya. İnsan ilişkileri anlamında, komşuluk ilişkileri anlamında çok farklı. Mesela ben yan komşumla bir iletişim halinde değilim. Bu benim kanaatim değil. O yani birçok insandan bunu duyarsınız. Mesela Türkiye'de yan komşumuza anahtarımızı veririz. Çiçekleri sular. Çocuklarımızı teslim edebiliriz. Benim yok da bizi teslim ederlerdi. Bence kültürel olarak Türkiye ve Almanya birbirinden taban tabana farklı iki ülke. Toplumsal ilişkiler anlamında. Buradaki ilişkiler çok daha soğuk, çok daha fazla güvene dayanıyor ve uzun bir zaman gerekiyor o güveni sağlamak için. Bizde çok çabuk ilişki kuruluyor. Tabii bunun handikapları da var. Ne kadar çabuk ilişki kuruyorsak o kadar çabuk kavga da ediyoruz. Ya ben Almanlarla dost olamadım ama kavga da etmedim. O yüzden tercih ettiğim şey aslında bu biraz da ama ilk geldiğimde gördüğüm şey oydu. Arada bir sıcaklık yok yani. Ama İnsan... dinle karışmıyor değil mi? Din konusu örneğin. Yani hükümet olsun, devlet olsun burada. Ben dil konusunda kişisel olarak işim olmadığı için bilmiyorum. Bir sene halo demediler bana. Ay. Oturduğum binada. Türk olduğum için. Ön yargı var. Kavga edelim. Sataşma olmasın. Bu meclis değil. Sataşma mail vermeyelim. Kontra. Ich bin nicht direkt aufgestanden, weil das hängt nicht damit zusammen, dass wir eine andere Kultur und Religion haben, sondern wir haben ein Akzeptanzproblem in Deutschland. Es gab sehr viele Menschen, Nachbarn, Lehrer, Lehrerinnen, die dich unterstützen wollten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch solche Bereiche, wo du sehr viel Diskriminierung und struktureller Rassismus erlebst. Also deshalb, mein Ausgangspunkt ist, es ist nicht Kultur und Religion, der hier nicht reinpasst und Schwierigkeiten bereitet, sondern eine Kultur des Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz. Ich würde auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube nur, dass es sowieso nicht Kultur und Religion gibt. Mhm. Du hast das mit den alevitischen Gemeinden gesagt. Für die ist es in Deutschland wesentlich einfacher, alevitisch zu sein, als in der Türkei. Ja. Für christliche Menschen, für jüdische Menschen, auch für nicht religiöse Menschen aus der Türkei ist es wesentlich einfacher, hier nicht religiös oder christlich oder jüdisch oder so zu sein. Das heißt, ich würde sagen, es gibt viele Kulturen und viele Religionen und da müsste man eigentlich genauer hingucken. Um Vielfalt, genau. Ja, Vielfalt. Es geht um Vielfalt und Akzeptanz. Ayrımcılık deneyimleri okulda, işte veya özel hayatında bir parçasıdır. Yani, auf jeden Fall. Leider, ja, wenn ich jetzt einfach mal wieder anfangen darf zu reden als Jüngste. Gerne. Man könnte meinen, dass diejenigen, die
jetzt in meinem Alter sind, vielleicht endlich verstanden haben, was Integration ist. Meine Eltern sind hierher gekommen, meine Großeltern sind hierher gekommen und die leben schon seit 50 Jahren hier und man würde meinen, das hat sich irgendwie gebessert. Aber er hat es leider nicht. Ich habe leider viel Rassismus erfahren. Und es kommt natürlich auch drauf an, wo man ist in Deutschland. Wie gesagt, ich komme aus so einer kleineren Stadt, da ist es vielleicht anders, als wenn man in so einer großen Stadt wie Berlin ist. In Berlin habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die viel offener sind, deren Horizont viel, viel größer ist. Aber auch hier habe ich Rassismus erfahren und kenne Freunde, die Rassismus erfahren haben. Ich bin der Meinung, dass wir viel mehr Befürworter haben, die die Vielfalt und diese Vielfältigkeit in Deutschland schätzen und weiterhin aufbewahren wollen. Die Rassisten sind weniger, aber trotzdem haben wir eine Diskriminierung in Deutschland. Und wieso sprechen wir von struktureller Diskriminierung? Weil es Strukturen ungewollt oder ohne zu merken vielleicht dadurch entstehen, wie angefangen von der Schule, dass Kinder direkt nach dem Kindergarten merken lässt, dass sie anders sind. Ja, sie den Kindergarten da hissettiriyorlar. Orada başlıyor. Çocuklarımız öyle büyüyor. Çocuklarımız adına çok üzgünüz. Almanlara lütfen diyorum, rica ediyorum. Öğretmenlerde hep rica etmek yeri aramışım. Burası onlara rica etmek istiyorum. Ve oraya buraya sanki onun için gelmişim. Lütfen hocalarına. Torunlarımız var. Çocuklarımız büyüdü abi. Ama torunlarımız aynı şeyi çekiyor. Arkadaşımın başına şöyle bir şey gelmiş. Almanca en iyi not almış. Burada gimnazyumda. Öğretmeni kenara çekip şöyle söylemiş. Türk bu. Senin Almancan sınıfta en iyi Almanca. Ama ben sana en iyi Almanca notu veremem. Kusura bakma demiş. Yani buradaki ırkçılık artık kurumsal hale geldi. İşte bunun önüne geçmek için bizim daha çok yanımızda duran insanlara. Kesinlikle ama bu gerçeği de ortaya koymamız lazım. Evet. Tabii ki sağduyulu Alman toplumu hala çoğunlukta. Bu büyük şans. Ama bir tehlike de var. Onu görmemiz lazım. Wir feiern ja dieses Jahr 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei, aber es ist ein Armutszeugnis, was seitens der Politik dazu geleistet wird. Die politische Partizipation findet gar nicht statt. Das kommunale Wahlrecht, doppelte Staatsbürgerschaft, Mehrstaatlichkeit wird nicht in Anspruch oder wird nicht gewährleistet hier. Der ersten Generation, die auch viel geleistet haben. Das ist nicht konnte ich nicht sagen. Bratmann, çok üzgünüm. Wie lange soll ich das denn mal schon? Ja, ich würde wirklich gerne was sagen. Ich finde nämlich diese Frage von... sozusagen, man muss die Leute kennenlernen und strukturellen und institutionellen Rassismus eine super interessante Frage, weil ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, also im Zentrum von West-Berlin, möchte man sagen. Da kannten alle Leute aus der Türkei, viele, so viele, dass es Klein-Istanbul genannt wurde. Und trotzdem gab es in Kreuzberg Rassismus. Ja, klar. Das ist nicht nur eine Frage von Zahlen. Wie viele kennst du, sind da 3% oder 30%, sondern es ist in den Strukturen, es ist in, ja. Auch wenn Leute gut sein wollen, wenn sie nicht rassistisch sein wollen, gibt es Gesetze, es gibt Dynamiken, es gibt Richtlinien. Und das, finde ich, ist das Dilemma. Ich stimme beidem zu. Es muss Begegnung geben, aber es muss auch an den Strukturen gearbeitet werden. Hayatımın büyük kısmı burada geçti. 17 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ve tırnak içinde kendimi Almancı hissediyorum yani. Bana sorarsan nesin, kendini nasıl tanımlıyorsun? Bir Berlinli olarak kendimi tanımlıyorum ama... yani Türklüğü unuttum. Ya da ne bileyim, köydeki şafağı da unuttum. Buralıyım. Ich bin dankbar dafür, dass ich vielleicht sogar so viel Rassismus erlebt habe und so viel Sexismus erlebt habe, weil mich das zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Man sagt gerne zu mir, ich bin jemand, der Haare auf den Zähnen hat und ich glaube, das ist nicht unbedingt was Schlechtes, sondern es ist was Gutes, dass ich weiß, wer ich bin. Aşk, cinsiyet ve cinsellik gibi konular bizim toplumda veya ailemde tabu konulardır. Wenn irgendwie mein Cousin eine Freundin hat, dann wird darüber beim Essen geredet. Das ist ganz okay, das ist normal. Er ist ja ein Junge, was auch immer. Und am besten sage ich aber nicht, dass ich vielleicht irgendwie kennengelernt habe. Erst irgendwie Bescheid sagen, wenn man verlobt ist oder verheiratet ist, in der Stadt vielleicht nicht Händchen halten, durch die Gegend laufen, weil irgendeine Tante könnte es ja sehen. Und dann wird gleich irgendwie Schande gebracht über die ganze Familie und über die Eltern und über alles und über meine zwei Hunde oder was weiß ich nicht alles. Und das ist irgendwie ja immer so eine Sache, die immer im Geheimen irgendwie stattfinden muss.
Also ich würde dieses Thema gar nicht wertend sprechen. Deshalb, also ich beobachte, ja, das ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Aber in anderen Bereichen ist es doch kein Tabuthema. Also über die Liebe wird sehr viel gesprochen, über Verliebtheit wird sehr viel gesprochen. Aber Sexualität an sich ist ein Tabuthema, weil es nicht zur Öffentlichkeit gehört, weil es zu intim ist. Also es wird als Intimität wahrgenommen, darüber wenig gesprochen. Aber wir brauchen Momente, wo wir darüber sehr viel sprechen können, damit die Generation, die das anders sieht, auch bearbeiten kann. Und die Generation zusammenkommen können. Biz azınlık toplumuyuz. Çoğunluk toplumu değiliz. Community. Yani Türkiye'deki Türkler mesela çok daha ileri değil mi bu konuda? Flört, date, buluşma, tanışıyorlar. Belki 10. tanıştığı insanla evleniyor insanlar. Ya, burada bir Türkiye kökenli bir ailenin, özellikle genç kadınlar, çok fazla flört yapamıyorlar. Hı. Çünkü herkes birbirini tanıyor neredeyse. Berlin üzerinde konuşuyorum. North Rhine-Westphalia'yı bilmiyorum. Orası biraz daha büyük. Ama burada bence, yani bilmiyorum fark edilmiş bir sorun mu ama birçok insanda ben onu görüyorum. Çok fazla insanla tanışma lüksümüz yok burada. Ha, heute geht das zu schnell. Heute kannst du mit dem Handy, Computer. Ama görüşemiyorsun. Ja. Yani Kreuzberg'te bir kadın üç erkekle buluştu mu biliyor ki dedikodu çıkacak. Evet. Bu çok, ben tasvip etmiyorum, çok kötü bir şey. Şöyle. Ama böyle bir durum var. Eşcinsel erkek olarak ben işte cinselliğimi gizli yaşıyorum, ondan sonra saklıyorum, ondan sonra kimseyle konuşmuyorum gibi bir lüksüm olmadı. Olmasını da istemedim. Hani onu yapanlar var. Fakat şöyle bir durum var. Bu tercihi yaparken insanlar hep şey söylerler. İşte ben anneme söylersem, babama söylersem kalp krizi geçirir, ölür, beni öldürür falan. Kimse ne ölüyor ne öldürülüyor. Birincisi o. İkincisi, 1960'lardan bu yana Zeki Müren vardı. Zekiye teyze derlerdi benim ailemde. Bülent Ersoy vardı. Erkek sanatçı iken kadın sanatçı oldu. Bunu hiç kimse şey yapmadı. Hani tamam, Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı bir müddet. Ama sonra geri döndü ve yıldız olmaya devam etti. Ve hatta diva ünlemini kazandı. Herkesin ailesinde, gelmişinde, geçmişinde eşcinsellik vardır. Vardır, saklamıştırlar. Hepsinde var. Hatta bizim bir tanıdığımız intihar etti kendini. Ailesi kabul etmedi diye kendini kızcağız intihar etti. Erkek olmak istiyor. Hala korktum. Baban eşcinsel diyeceksin, açıklayacaksın. Babanı bırakacak. Ben tersini anlatayım. Ben eşimle evlendiğimde bundan 18 yıl önce Hürriyet gazetesine manşet olduk ki Hürriyet hani çok böyle sol ondan sonra falan bir gazete değil. Bildiğimiz sıradan Türkiye gazetesi. Belki de sıradanın biraz sağında bile duran bir gazete. O gün Fatih Akın Berlin Film Festivali'nde altın ayı almış. Sibel Kekilli'nin porno yıldızı olduğu ortaya çıkmış. Angela Merkel Türkiye'ye gidip siz Avrupa Birliği'ne üye olmayın, imtiyazlı ortaklık yapalım demiş. Ve Kıbrıs'ta halk oylaması oluyor. İki Kıbrıs birleşsin birleşmesin mi diye. Ve bu dört olay var iken benim evliliğim maşallah bir erkekle Hürriyet gazetesinin Türkiye baskısında, Avrupa baskısında ve dünya baskısında haber oluyor. Ve şey için kullanılıyor. Bence Hürriyet'in art niyeti diyelim o. Bakın biz ne kadar moderniz. Bizim toplumumuzda bu bile var. Ben sadece şeyi denkleştirmeyelim. Bizim kültürümüzde bu yok, olmadı, olmayacak. Ya da bizim aslında, dinimizde yok, olmadı, olmayacak. Öyle bir, onu çok sık duyuyorum ve sanki ve sanki aynen, sanki doğanın bir kanunuymuş gibi değil. Ich finde, wenn man sich mal die Zeit nimmt und insbesondere zwischen den Generationen auch mal ein Gespräch macht und Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede erkennt, das ist von großem Wert. Und ich wünschte, wir hätten viel öfter Gelegenheit, solche Gespräche zu führen miteinander. Birinci, ikinci ve üçüncü nesil yaşamla ilgili aynı değerleri ve fikirleri paylaşır. Hep aynı oturuyoruz.
Jetzt nie öyle. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Ich bin die dritte Generation. Oma und Opa sind erste Generation. Mama und Papa sind zweite Generation. Und zwischen den ersten und zweiten Generationen ist schon so ein großer Unterschied. Also meine Eltern haben sich schon ziemlich mit meinen Oma und Opa auch schon angelegt in vielen Dingen. Meistens auch wegen uns, wegen der dritten Generation. Und es gibt diesen einen Begriff, Third Children Culture, der geprägt worden ist, weil einfach ich ganz anders agiere in der dritten Generation als meine Eltern und ganz anders lebe. Dieses Liebe-Sexualität-Ding alleine ist schon ganz anders. Irgendwann, wenn man schon gesagt, also meine Eltern haben gesagt, Eileen, nicht in die Stadt gehen, nicht Händchen halten, dies nicht machen, das nicht machen oder andere Dinge, rede darüber nicht oder jemand macht Auge oder keine Ahnung. Und ich denke mir, Mama, das ist so alt. Hör endlich auf damit. Mesela bizler köylerde büyüdük. Bizler daha saygı çerçevesi altında büyüdük. Burada kızlarımız, biz okula gitmiyorduk mesela. Burada kızlarımız, erkek çocuklarımız okula gidiyorlar. İki nesil arasında büyüyorlar. Aileden fazla dışarıda öğreniyor. Okulda ne öğreniyorsa. Okulda öğrendiklerini eve gelince bize diyor, siz yanlışsınız. Bizim konuştuklarımız okulda doğrulanıyor. Biz yanlış kalıyoruz. Çocuklarımızın çektikleri ızdırap budur. İki kültür arasında eziliyorlar bunlar. Tabii ki kendinden büyük olanı sayacaksın, onun lafını dinleyeceksin falan, onlarla büyüdük. Fakat aynı zamanda Almancayı ben biliyordum. Annem bilmiyordu, babam bilmiyordu. Dolayısıyla zamanı geldiğinde o bana muhtaç oluyordu. Hani öyle bir sapıklık da yaşandı o nesiller arası ilişkilerde. Hani o sırf biz buradan geliyoruz, böyle öğrendik, çocuklarımıza böyle öğreteceğiz durumu biraz sarsıldı. Çünkü biz daha güçlüydük onlardan yeri geldiğinde. Ve biz onlara yol gösteriyorduk. Biz onları elinden tutup bir yere götürüyorduk. Ama üçüncü kuşağı ben çok kıskanıyorum. Buradaki ailenleri. Çünkü... kıskanmam. Ben de çok çalışıyorum çünkü, burada. Anlıyorum ama fabrikada çalışmıyorsun. Çünkü evet. Annesi, babası, nenesi, dedesinin ekmeğini yiyor. Mesela benim babam buraya gelmiş, çok zor demiş, kaçmış. Bizimki kaçmış, seninki kaçmamış. Değil mi? Babam gelip, buralar çok zor çünkü memurmuş Türkiye'de. O yüzden o nesiller arası farkı, ben şeyim, birinci kuşak gibiyim sonradan gelmeme rağmen. Çünkü ben kimsesizdim geldiğimde, anne baba yoktu hiçbir şey. Ama benim gözlemlediğim o, üçüncü kuşak mutlu oluyor. Ben de tam tersine, üçüncü kuşağın çok daha büyük zorluklar yaşadığını düşünüyorum. Evet. Çünkü bilgi kirliliğinin içinde büyüyorlar. Çok hızlı değişen bir dünyanın içinde büyüyorlar. Bize göre değer aşılması, birinci, ikinci nesle göre belki. Onlara göre sıfırdan üretilen kendi değerleri. Ama yine de çok zor durumdalar çünkü biz de onlardan bir şey bekliyoruz. Genel toplum onlardan bir şey bekliyor ve onlar da kendi kimliklerini bulmaya çalışıyorlar. Derken sonra çocuklarım büyüdükten sonra işe girdim. Temizlik işlerine gittim. Beyim Bakır'da çalışıyordu. İşi çok zordu. Sonra Bakır kapandı. Ford'a işe girdi. Ford'da 12 sene çalıştı. Sonra o günden bugünlere kadar geldik. Misafir işçiler olmasaydı Almanya bu kadar güçlü bir Almanya olmazdı. Almanlar çok Vaterpunkt canım aşkına. Bir değişiklik olsun. Almanlar çok. Die erste Generation, ich meine, die erste Generation, da müssen wir vieles verdanken. Auch die Bundesrepublik, die haben viel geleistet. Geleistet dahingehend, nicht nur saubere Arbeit, auch dreckige Arbeit in einem von den Strichen. Ob es jetzt im Bauwesen war, ob es in den Fabriken war, mit der Arbeitsschutz hat man das nicht so ernst genommen. Das habe ich auch von meinem Vater sagen lassen. Überstunden gekloppt, bis zum Umfallen. Zum Wiederaufbau sehr viel geleistet. Natürlich hatten wir auch Geld bekommen, allerdings, wenn man das Verhältnis jetzt sieht, haben sie doch gelitten, muss man schon gestehen. Auch in den Wohnungen, wo sie da untergebracht worden sind, in den Heimen, was nicht menschenwürdig war, nach dem Motto, eh nur Gastarbeiter, gehen eh zurück, warum soll man da helfen halt? Und die sich nicht artikulieren konnten, weil keine Deutschkenntnisse da waren, waren sehr benachteiligt, aber die haben sehr viel beigetragen, hat Deutschland in dem auch gewachsen ist. Wirtschaftlich, aber auch in anderen Aspekten. Also ich bin auch der Meinung, dass Frauen sehr viel gewirkt haben. Deutsche Frauen, nicht deutsche Frauen und so weiter. Wir haben nicht nur Arbeitskräfte als Männer nach Deutschland geholt, sondern auch Arbeitskräfte als Frauen. Meine Mutter ist als Arbeitskraft nach Deutschland gekommen und später mein Vater dazu geholt. Ich bin nicht der Meinung, dass ohne uns die Wirtschaft sich in jetzige Situation befinden würde. Ich denke, wir haben beigetragen, aber auch ohne uns könnte es vielleicht genauso sein. Aber
Ohne die MigrantInnen könnte Deutschland gesellschaftlich nicht im jetzigen Zustand sein. Ich finde, die Leute haben ja nicht nur irgendwelche Kulturen mitgebracht, sondern die haben Auberginen mitgebracht, die haben Zucchini mitgebracht, genau, die richtig. Haben Tomaten mitgebracht, die richtig. Haben Sachen. Wassermelonen haben die früher gekocht, hat mein Vater erzählt. Wenn ich in der Türkei meine Oma besucht habe, die war bis 82 ungefähr in Deutschland, die dachte bis zum Ende, wir essen Kartoffel, Kohl und ekliges Fleisch. Wirklich, die hat Angst gehabt um unsere Ernährung. Weil sie dachte, die Deutschen oder das Essen in Deutschland ist immer noch so wie in den 70er Jahren. Ja, und ja, das ja. Essen ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die Leute haben Läden aufgemacht, genau, sie haben Import-Export-Sachen. Meine Eltern haben auch gesagt, wir Türken, wir haben Gemüse hergebracht nach Deutschland. Das stimmt. Das stimmt. Die ganzen Gemüseläden, wenn man irgendwo heute hingeht, ja. Alle meine Freunde, ob es der deutsche Freund ist oder der russische Freund oder Freundin, die sagen, ich gehe mal eben zum Türken und hole noch mal eben Tomaten. Die gehen nicht zum Supermarkt, sondern also zum türkischen Supermarkt, weil es da frisch ist, weil es da lecker ist. Und nimm mal meine Arkadaschen, die Deutschen was verstehen, die Pfeffer und Salz. Almanya'daki Türk kökenli gelecek nesillere, genç kuşaklara ne iletmek istersin? Bildung, Bildung, Bildung. Die Tendenz, die verfolge ich und würde das immer auch nachreichen. Ja. Mit Bildung kommt man weit, öffnet die Türen. In allen Gesellschaften wird es akzeptiert und Bildung ist das auch so. Ich würde sagen, dass es nicht nur um Bildung geht. Ich finde, Bildung ist sehr, sehr wichtig. Und Bildung hat mir auch die Türen hier in Deutschland geöffnet. Und Bildung hat auch dazu geführt, dass ich in weiten Teilen akzeptiert bin, weil ich mich gut artikulieren kann, weil ich gut Deutsch reden kann. Aber ich würde mir sowas wünschen für Freundinnen von mir, die vielleicht nicht so weit gekommen sind, die trotzdem als aber natürlich wert sind, hier mit mehr in die Mehrheitsgesellschaft zu kommen. Ich würde jedem sagen, egal wie jung man ist, egal wie alt man ist, egal wie alleine man sich fühlt, you matter, like du bist jemand und du kannst etwas machen und du machst etwas aus. Man darf nicht vergessen, dass was in 80er Jahren in Deutschland passiert ist, die Skinheads haben die Menschen einzeln auf der Straße ermordet, nur weil sie nicht deutsch waren. Also das war der Grund. Um das nicht nochmal zu erleben, müssen wir auf jeden Fall uns solidarisieren, stärker haben. Und es reicht nicht nur, dass wir gebildete Menschen haben, sondern diese gebildeten Menschen müssen auch eine Vision für Deutschland entwickeln. Also nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Land eine Vision entwickeln. Und deshalb, also ich würde die Nachkommen der Generation sagen, vergiss nicht, woher ihr kommt, vergiss nicht, was hier alles erlebt wurde, vergiss aber auch nicht, dass wir heute leben und eine Zukunft gemeinsam bauen.